Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors Definitive Edition. Wir wollen hier den letzten Zweig vollenden. Oder wollen wir erst Linkel machen? Nee, wir machen hier der Schattenkönig. Und ich denke mal, wir wählen Lana und das Zauberbuch. Was ist die beste Zauberbuchwache? Tja, die, aber wir haben keine Fähigkeit, aber das ist jetzt auch im Prinzip egal. Lana had saved an unusual girl named Agatha from the twilight. To thank Lana for her rescue, Agatha gave her a goddess butterfly, an insect that could guide her wherever she wished to go. A curious Twi'lek named Midna also joined the party for reasons of her own. The heroes follow the goddess butterfly, eventually arriving at the Palace of Twilight. There, they met a terrible foe. It was Zant, the usurper king of the Twilight Realm. Lana and Midna would have to overcome his unnatural powers to complete their task. Gegen Xanto müssen wir kämpfen. Hier im Schattentempel. Das wird Spaß machen. Let's go. Auch eine sehr tolle Map. Wir haben Agneta dabei, sehr schön, und wir haben Midna dabei. Sehr nice. Oh, wir haben die Mumie wieder. Ich könnte wiederholen. Ich könnte heulen. Haben jetzt mit Lana auch so richtig schöne Kombis. Da kommt Freude auf. Ja, Agneta, mach du das mal. Wir besiegen hier die Mumie. Ja, ich habe gedacht, ich wäre schneller, aber wir machen ziemlich viel Schaden. Na ja, gut, wir spielen auch halt einfach. Also, ich denke, unsere Probleme sind hier an der Stelle auch vorbei. So. So weit, so gut. Ich liebe es auch, wie Lana rennt. Lana ist ein richtig cooler Charakter, einer der besten in den Spielen. Ist auch eigens für das Spiel entwickelt worden. Die Gameplay ist wirklich fantastisch. Okay. Ja, mit einer. Die Truppen habe ich schon besiegt, die jetzt da vorrücken wollen. Der Flammengypto ist erledigt. Agneta sollte das doch hoffentlich noch ein bisschen aushalten. Dann würde ich nämlich hier unten erstmal aufräumen. Naja, ihr braucht euch gar nicht auf den Weg machen. Diesen Stützpunkt erobere ich jetzt. So. Auch wieder eine Feenquelle. Gespannt, für was wir die brauchen werden. Oh, wir sind auch in Flammen. Aber wir können sie beide treffen. Das lobe ich mir. Und sind wir doch da? Nee. Sehr schön. Das haben wir erobert. Sehr schön. Aber ich muss mal hier natürlich jetzt noch ausschalten, sonst macht der mir ganz viel Ärger. Sonst noch einer? Nee. Sehr gut. Das gefällt mir auch mit, ne? Zum Mutter Oma erobere ich und dann wechseln wir mal auf Agneta und erobern die Festung. Dann haben wir die. Ja, weiß ich nicht, ne? Dann haben wir das. Guck mal, die haben es alleine erobert. Ich bin ja richtig stolz auf euch. Habe ich aber dafür auch kein Item bekommen, weil ich nicht mitgeholfen habe. Right. Achso, wir können gar nicht auf sie wechseln. Ja, das ist schlecht.
Dann müssen wir uns jetzt beeilen. Circa die halbe Map gehört uns, soweit so gut. Das Kleinvieh ist beseitigt. Aber Santo wird das wird bestimmt noch ein paar. Da unten ist auch ein Felsen. Aber ich gehe davon aus, dass wir eh noch mal runter müssen wegen der Feenquelle. Dann können wir den sprengen. So. Du wirst keinen Schaden mehr anrichten. Und sogar eine Schatzkiste. So lobe ich mir das. Mal sehen. Na, aber das wird wahrscheinlich eine Waffe sein, ne? Wenn er zählt, ist es zu easy. Ja. Die einfachen Drohnen sind immer Waffen. Aber wir kriegen auf jeden Fall neue Waffen, das ist doch auch schön. So. Los geht's, Agneta. Ich stehe dir jetzt vollkommen bei. Rücke ruhig weiter vor. Zandro rastet aus. Was wird er für Brücken sperren? Die hat er gesprengt. Tja, jetzt bin ich hier gefangen. Außer natürlich die Eulenstatue, ne? Aber bisher habe ich noch keine weiteren freigeschalten, bis auf die, also kann ich mich ja auch nicht wegteleportieren. Ja, Gneta findet das gar nicht gut. Ist auch ein bisschen nervig, wie jetzt das auf der Karte noch eingezeichnet ist, ne? Was jetzt gesprengt wurde. Man kann das auf der Karte allein gar nicht sehen. Ah, sehr schön. Los geht's. Ne, der ist schon vorgegangen in die Festung. Wir kommen sofort nach. Was haben wir hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde dich gleich mal damit. Ja, habe ich sehr, sehr, sehr schlecht hingestellt. Das hat den Gipfel auch noch nicht besiegt. Uiuiui. Du musst jetzt erstmal weg. Sehr gut. Der Knicher rastet richtig aus. So, der Osten des Palastes ist von uns erobert. Öffnen sich jetzt hier die Türen, ansonsten... Oh, diese war ziemlich spät gedroppt. Lel. Sag bloß, wir kriegen jetzt das Item, das ich, nachdem ich mich die ganze Zeit schon sehne. Ohohoho, der Fanghaken, Freunde. Jetzt ist aber vorbei. Manche Gegner sind vor dem Einsatz schon der Attacken für Angriffe anfällig, ein Symbol zeigt. Okay, das werden wir uns aber ganz schön später erst erklären bekommen, ne? Okay. Ja. Ach, schön. Ja, also ich gehe davon aus, dass wir jetzt dann den Haken benutzen sollen, oder? Ja, ja, ja. Oh, wir haben den Drachen. Aus Twilight Princess. Argorok, der Zwielichtdrache, wo ist der? Ist da hinten. Tja, dann werden wir da jetzt wohl hin müssen. Okay, da lang, okay. Dann nichts wie hin. Stimmt, um ihn zu besiegen, brauchen wir den Fanghaken. Ja, das war ganz schön schnell erobert, jetzt chill mal. Ich treffe das Saugquartier mit Feuerbällen an. Ach, warte, das lasse ich nicht zu.
Okay, Stand jetzt können wir ihn nicht erreichen. Mittner will ihn mit Magie anheizen. Okay, das, da haben wir jetzt wahrscheinlich die Fee. Okay, Mittner will jetzt kommen. Da habe ich nichts gegen, ne? Jetzt da oben auch offen. Ja, mir da halt du mal die Stellung. Cross, verteidige die Festung. Der will jetzt von der Mitte aus angreifen, oder was? Ja, wieder. Tja, die werden sich gleich umschauen, wenn ich sie von dem, wenn ich sie von hinten hier abfangen werde. Da ist ziemlich sicher die Skulptur ist noch gar nicht gespawnt, ne? Ja, jetzt die ist auch da drunter. Da haben wir doch mal Glück gehabt. Können wir sie ja gleich mitnehmen. Also. Ja, ich komme. Und hier mitten noch ein wenig durch. Ist doch alles schon wieder zum Kotzen. So. Was wird im Rest der Gegner? Die sind auch besiegt. Ne, sind noch welche bis nach unten vorgedrungen. Ach komm. So. Auf der Karte sieht es für mich nicht so aus, als ob der Ostpalast noch große Probleme hätte. Von dem her werde ich mich jetzt mal danach, werde ich das hier erobern, damit wir mitten an den Drachen runterholen können. Lass mich dich heilen, Hyrule-Soldat. So, los. Okay, der Ostpalast ist doch härter befallen, als ich gedacht habe. Schnell, der Magiekreis. Los, Mitnahmen. Das hat ihn nicht gejuckt, ne? Und es kaum. Die sehen das als Erfolg, der hat sich doch befreit. Ich hab ihn besiegt, das hat für mich nicht so ausgesehen. Beruhige dich, Zanto. Der ist direkt hier drin, aber sehe ich ihn gleich. Deine Pläne, du. Das ist einfach auch Pech. Jetzt ist die Festung sogar gefallen. Das ist ja einfach nur nervig. Ja, Spezialist ist schon besiegt. Das ist aber neuer gespawnt. Okay, Zanto, der Punkt geht an dich, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt sind sie aber alle down, okay.
Okay, dann muss ich doch wieder zurück. Meistens endet das ja nicht gut, wenn man diese Sturm... Agnita. Das gefällt mir gar nicht. Agnirata, so hieß die... Die eine Stadt in Xenoblade Chronicles 1. Na, drum verwechsel ich das die ganze Zeit. Wir... Ja, gut, das hätten wir jetzt im Prinzip auch laufen können. Erstmal besiegen wir die Einheiten und dann erobern wir die Festung. Und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. So. Jetzt ist der auch wieder da. Kerk W. Der geht mir auch auf die Nerven mit, ne? Ich erinnere mich gar nicht, hatten wir schon das erste Herzteil? Glaub schon, ne? Kann sein, dass wir diesmal schon alles hatten. Also jetzt damit, zumindest, ich erinnere mich gar nicht mehr. So. Also. Mit Nagel muss ich erstmal hinlaufen, wir haben mal kurz Zeit. Okay, irgendwie direkt aufhören. Ja, ich werde jetzt da oben nochmal schnell ein bisschen aufhören, dann komme ich runter. Das habe ich mir schon gedacht, dass ich jetzt hier. Nicht mit mir. Okay, jetzt ist sie verfügbar. Gut, dann kann ich. Wenn sie eh zum Mitten geht, dann kann ich hier so lange aufräumen. Ja, ich erober das gleich. Oh, nichts, Santo. Du denkst, du hast mich. Aber ich werde das nicht zulassen, alles. Ist auch der einzige Eroberer, der noch hier ist, ne? So. Hast du dir so gedacht, Kollege, nicht wahr? Höchste Gefahr, was soll das heißen? Aber war das nicht so, dass die sich auch wieder regeneriert haben? Ich merke davon irgendwie nicht so viel, oder war das bloß in Fire Emblem Warriors? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Okay, ja, aber soweit so gut. Nee, warte, was machst du?
Du sollst doch da helfen, das zu erobern. Ja, komm, 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 komm. Das wollte ich nicht, ne? Ja, Stufe 2 mit dir, ey. Setzen wir gleich mal den Magiekreis ein. Sie schon wieder befreit. Stufe 3 erreicht, KP. Mitten hat auch schon die Schnauze voll. Kann ich den noch retten, bevor der stirbt? Stufe 4 erreicht, so. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, mal gucken, was da drunter ist. Ups. Tja, toll. Wir tun, aber sonst auch nichts. Santo hat aber auch alles auf Argorok gesetzt, ne? Nicht wirklich eine Strategie. Sehr reaktionär angegriffen, ne? Wenn das Hauptquartier leer war, da seine Truppen rausgeschickt, aber keinerlei Taktik, ne? Aber ich habe auch keine Taktik, ich gehe dahin, wo die Monster sind. Und Jaws Mars holt er runter. Tja, das ist doch mal nice. Ich erinnere mich noch dran, das war cool. Santo hat gar keine Truppen mehr. Ich hoffe mal, dass wir schon alle. Ja, warte mal, vielleicht ist da hier was. Dass wir schon alle Schatzkisten dazu haben. Denn ich wüsste jetzt auch nicht, wo noch was sein soll, bis auf da, wo ich jetzt gerade nachschaue. Tatsache, hier ist bestimmt was. Hier ist bestimmt was. Ah, das ist eine kleine. Das ist ein Scam. Scheiße, da habe ich Santos Ding übersprungen, das tut mir leid. Beide sollen wir besiegen. Santo.
Aber wir können die Festung erobern. Dann könnte es mal noch sein, dass hier in der Festung wieder Zeitruhe ist. Ich glaube. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ne? Es muss ja hier auf der Map gewesen sein, wenn ich was eingesammelt habe. Ich erinnere mich nicht mehr. Ob ich tatsächlich schon alle Truhen hatte. Sand ist auf jeden Fall down. Kann man ja auch nicht nachgucken, oder? Sieht, denke ich, nicht so danach aus, als ob wir das könnten, oder? Komm, piss dich, ich will dein Item. So. Naja. Ich komme mit Lana gleich Level 2. So ein Spacken. Wie soll das funktionieren? So. So, jetzt sind wir hier in einem Schaden, du. Dum, da, 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 dum, da, 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 dum. Das juckt mich nicht. Das juckt mich, aber ich war zu langsam. Uiuiui. So, runter mit dir. Zack! Ein zweites Mal wirst du nicht überleben, mein Freund. Muss kommen. Hat ein Spacko. Komm, jetzt mach halt mal. Ich hab keine Geduld für sowas. Sind doch die ganzen anderen Keks da, lass uns die alle von ihm besiegen. Komm rein, Kumpel, komm rein. So. Ach schade, ich hab gedacht, wir schaffen es in einem Stück, aber nee. Komm, 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 komm. Der Stuhl verfolgt halt aber auch, ne? Das ist ein Scheiß, kann man gar nicht richtig angreifen. Los, Freundchen, kommen Sie her. Kommen Sie her. Spacken. So, egal. So, komm her jetzt. Das ist dein Ende, Kollege. Und Agog ist besiegt. Wir haben mein Material erhalten. So, wir haben hoffentlich haben wir alles geholt. Das ist ein Beispiel, dass ich das jetzt gerade nicht mehr weiß. Und wir haben damit auch das letzte Seelenportal wieder verschlossen. So, ich bin heute komplett dran vorbei. Yeah.
Der Plot-Twist, Leute, ne? Der Plot-Twist. Damit hat er nicht gerechnet, ne? Besiegeltes Zauberbuch, sehr schön. Eine 150er-Waffe für... Lana! Ja, schön, ja, gerade, und der juckt mich gar nicht, ne? Was mit dir ist. Okay, jetzt Gultula haben wir ja auch. So, gucken wir mal. Charakterprofil Zanto. Sehr schön. Und haben wir alles geholt? Nö. Wir konnten ja noch gar nicht als Midna spielen, ne? Das ist wieder so eine Sache. Da haben wir wieder. Ach, ist das nervig? Okay, wir haben Tempel des Heiligen Schwertes. Empfohlen Blitz. Was soll das heißen? Begrenzt auf Link. Brauchen wir da eine Fee oder was? Achso, nee, das ist der Typ. Eine Blitzwaffe, ja. Wie schaut's denn aus? Wir können da was machen. Das ist doch nett. Den Zauberstab-Kombo verbessert, das ist auch nett. Power-Up des Bogens, sehr nett. Ups. Boomerang. Und auch der Fanghaken, so lobe ich mir das. Okay, soviel zu Linkarino. Wir machen hier noch was mit... ja, Impa. So. Hier geht noch was mit Impa. Und auch hier geht was mit einem zweiten Trank. Alter, jetzt geht's ab. Und hier der erste Kampf wirft dich nicht zurück. Das ist doch gut. Schick. Können hier noch was mit Lana machen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das sind wichtige Charaktere. Die werden wir sehr viel spielen. So. Einmal pro Schlacht Elixier. Mache ich dann nicht wieder noch ein bisschen Zelda, können wir noch gucken. Sie wird da jetzt auch eine immer größere Rolle spielen. Ja, Plot-Twist, ne? Sheik wird keine Rolle mehr spielen. In der Story. Wer hätte das gedacht, ne? Wer hätte das gedacht? Ja, dann juckt uns nicht. Darok juckt uns hingegen schon. Er wird wichtig sein. Boah, aber wir können bei ihm ja richtig viel freischalten. Tja, das hat uns aber auch einiges gekostet jetzt. Hier geht's auch weiter. Wir haben ja schon... Krass. Darok ist unser Mann. Da geht viel. Zweite Spezialangriffsleiste. Und auch noch ein zweiter Trank. Router. Naruto meine ich natürlich, Entschuldigung. Wir verballern uns natürlich auch wieder unser ganzes Geld gerade. Agneta haben wir noch ein bisschen was. Müssen wir alles mitnehmen, denn wir wollen ja bei der Abenteuerkarte den Grind fortsetzen. Heute der Grind. Ich glaube, der Grind ist jetzt ein bisschen... geschwächt. So, das halte ich für wichtiger. Wir dürfen nicht so viel Schaden nehmen. So, was ist das? Wird die Wirkung von Herzen. Santo juckt nicht. Fein, let's go, wir haben kein Geld mehr. Okay. Das war's dann wohl. Sia, der juckt jetzt erstmal auch nicht so richtig. Hat auch immer. Okay, wir haben kein Geld mehr. Können uns doch das einfach bei Pyroma machen. So, jetzt sind wir endgültig pleite. Okay, dann würde ich sagen, mal gucken, was wir demnächst machen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den Support. Danke fürs Zugucken. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was.